Na komm, ich würde sagen, wir sollten mal ein bisschen vorpreschen. Aber mit euch warten wir mal kurz. Den holt ihr euch. Aber dann war es das bitte. Danke. So, jetzt einmal zurück. Ja, auch einmal zurück. Und ihr mal schön nach hier hinten. Den sollten wir uns auch holen. So, hat er. So, ihr jetzt einmal zurück. Lasst das unsere Bogenschütze machen. So, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wobei, da oben verrenne ich mich gerade ein wenig. Einmal zurück. So, ich glaube, wir müssen mal jetzt hier alle mit intervenieren. Mein Gott, wie viel hält das Scheißding denn aus? Echt jetzt? Ihr habt so viel geballert und es ist immer noch nicht platt? Alter, ich kotze. So, dann mal ganz schnell Munition hinterher. Ach, guck, da hinten haben wir es auch schon fast. Wunderbar. Alter Falter, das geht mir gerade richtig hart auf den Senkel. Right, einmal zurück, wir knubbeln uns nämlich gerade wieder zu sehr. Lass mal die Bogenschützen nach vorne. Oder wenigstens in Reichweite. Ei, 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 was ein Gemetzel. Ob das jetzt so was wird? So, komm, jetzt versuchen wir es mal. So, die Bogenschützen erstmal wieder zurück. Und wir reißen hier jetzt mal ein bisschen was ein, dass wir auch wieder ein paar Soldaten wiederkriegen. So, da hat er noch jede Menge Waffenschmieden, das finde ich nicht gut. So, schön einreißen wieder. Ja, ihr macht das da oben schon. Ihr macht hier hinten, was auch immer jeder macht. So, die Festung hätten wir damit auch. Also, und ihr knödelt euch mal hier schön durch die Reihen. Also, unsere Balliste, hoffentlich kriegst du es hin, dass wir diesen Laden da abgefackelt bekommen. Aber ich glaube, das sieht bisher ganz gut aus.
Da fehlt immer noch der Hammer. Ich krieg die Krätze. So, jetzt mache ich 4 Hämmer. Ist mir egal. So, wir klicken mal eben hier alles weg. Einfach, weil mich das ein bisschen stört, wenn das da die ganze Zeit bling blinkt. Oh, da oben, das wird ja auch nochmal ein Schlachtfest. Aber da kümmern wir uns später drum. Also, erstmal sammeln wir uns. Na, wobei... Moment, nee, ihr noch nicht. Noch nicht da oben, das machen wir später mit allen zusammen. Jetzt erstmal gucken, dass wir hier seine Mighty Morphin Power Infrastruktur ein bisschen geschwächt bekommen. Hallo, was habe ich gerade gesagt? Verdammt nochmal. Yes! In die Fresse. Sehr schön. Ach, Kinder, so läuft das doch. So, noch ein bisschen mehr Munition. Ihr nehmt mal Munition auf, falls wir da nochmal was brauchen sollten. Oh, hier hat er seine Kaserne. Sehr schön. Und wir haben schon wieder kaum noch Nahkämpfer. Das finde ich wiederum nicht schön. So, dann knallt den mal da unten raus. Dann geht ihm wieder was kaputt. So, da hätten wir was kaputt. Hier unten haben wir auch schon wieder was kaputt. Wunderbar. Läuft doch. So, jetzt müssen wir uns gleich erstmal sammeln und die ganzen Türme abreißen, damit wir unsere Soldaten mal wieder kriegen und auch aktiv benutzen können. Röms, so, das war's mit seiner Kaserne. Und ich unterstelle mal, der hat jetzt vorerst keine weitere hier rumstehen. So, wir machen da mal eben hier unten alles platt, weil ich glaube, da unten hat er weniger Verteidigung als hier oben. Ferner sammeln wir mal wieder ein paar Krieger ein. So. Reißen wir den ein. So. Nein, Moment. So. Weiter geht unsere Butterfahrt. Oh, klauen wir dir deine ganzen Waffen und dein ganzes Gold. Oh. Da rollt mir ein einsames Tränchen hinunter. Nicht. So, ihr sammelt euch mal da. Ach, noch mehr Gold, was du für uns übrig hast. Das ist so nett von dir. Bei wie viel Kampfkraft stehen wir denn gerade? 92, aha. Ich weiß es gar nicht mehr. Brauchte ich für das eine Ziel wirklich 100% Kampfkraft? Ich weiß, wir brauchten 10 Soldaten der Stufe 3. Das weiß ich noch, aber der Rest entzieht sich gerade leider Gottes meiner Kenntnis. Was macht ihr jetzt hier? Wo kommt ihr her? Ach, das ist die Truppe, die ich gerade neu geholt habe. Stimmt. Liebe Bogenschützen, macht mal bitte die Larrys auf der Insel weg. Noch mehr Gold. Nice. So, endlich holen wir mal den ersten Bogenschützen da oben raus. Du findest keine Steine mehr. Ja, schade, dann war's das wohl mit dir.
Ich hab nur noch Eisen. Was ist denn hier los? Hier fehlt Kohle ohne Ende, ne? Ach du Schreck. Ja komm, ich glaube, die eine Waffenschmiede, die können wir uns jetzt auch klemmen. So, weiter geht's. Hier unten ist hatte noch ein bisschen Land. Das Schöne ist, er ist jetzt hier wunderbar im Nachteil. Weil er da jetzt auf meinem Grund und Boden ist. Was? Achso, da. Rums. Och, noch ein paar Waffen. Das ist aber nett. So, dann reißen wir dich hier ein. So, ich muss jetzt einmal, wie gesagt, alles ein bisschen sammeln. So, dich reißen wir natürlich auch ein. Na komm, wir brauchen jetzt im Prinzip nur noch Nahkampfwaffen. Also Schwerter, nicht nur irgendwelche Nahkampfwaffen, ne? Nur, dass wir uns da richtig verstehen. So. Dann sammeln wir uns mal hier oben. So, euch packe ich mal bei Gruppe 3 dazu. In der Hoffnung, dass es denn jetzt reichen wird. Ich gehe mal davon aus. Na, 93%, okay. Langsam wird ein Schuh draus. So, können wir zwei Truppen zusammenschließen? Ich wüsste jetzt gerade nicht welchen. Also welche beiden Truppen. Egal, wir marschieren hier einfach ein. Da hinten zuletzt. Ihr geht schon mal dahin, weil ihr müsst euch jetzt nicht hier alles sinnlos abknallen lassen, ohne da denen parallel auf die Schnauze zu hauen. Ihr holt euch mal eben das letzte Türmchen da hinten. Dann reißen wir dich mal wieder ein. Holen dich wieder in den Trupp 1 zurück. Oh, zwei Türmchen. Nein, drei Türmchen. Was soll denn das? Du Lump. Das ist so unnötig. Ach, warte mal. Hier ist wahrscheinlich dieser Steinkreis, wo wir hin müssen später. Gehe ich zumindest mal von aus. Ja, sag ich doch. Hallo? Warum will da keiner angreifen? One-shottet erstmal unseren Soldaten. Ich glaube, es hackt. Dieser Lümmel. So, dann kann unsere Butterfahrt hier hinten ja weitergehen. Viel dürfte der da nicht mehr haben. Einfach, weil er nicht mehr so viel Platz ist, dass er irgendwas haben könnte.
Ich würde sagen, wir stürzen uns vollends ins Gefecht, aber die Bogenschützen gehen vor, damit die Kugelfangen spielen, weil die Bogenschützen brauchen wir ja jetzt nicht mehr wirklich. Ich sag, Bogenschützen gehen vor und da irgend so ein Soldaten-Larry meint, ich mache hier den labilen Salzburger und renne an die Front. Ist klar, mein Lieber, ist klar. Genau, immer schön auf die Bogenschützen schießen, nicht auf die Milis. So, dann haben wir den auch gleich schon. Wunderbar. Ach, guck mal, hier habe ich auch noch ein paar Soldaten, die mitkämpfen könnten. Und die sogar schon direkt an der Front stehen. Menschenskinder, ey. So, ein weiteres Türmchen gehört mir. So, hier bin ich jetzt gleich bei dem Bogenschützen. So, da habe ich auch schon den ersten. Wunderbar. Kann ich den abreißen oder ist das zu nah? Ja, es geht. Sehr schön. So, bleibt nur noch die Festung und da oben ein Türmchen. Träumchen. So, komm, ihr, meine Lieben, könnt ja schon mal da hochrennen. Weil dann müssten wir es hier haben, ne? So, dann schicken wir mal alles hier rüber und gucken mal, ob es reicht oder ob wir jetzt noch mehr Kampfkraft brauchen. Ich weiß es gerade nicht. So, mal eben alle Meldungen weggeklickt. Wunderbar. So, kommen wir kurz das Ganze mal kurz ab. Ja, und gewonnen. Ich habe nämlich F12 gedrückt. Brauchen wir doch nicht die 100% Krampfkraft. Genau, die Mighty Morphin Power Krampfkraft. So, dann schauen wir uns doch mal die Statistik an, ihr Lieben. Oh ja, 466 Krieger, da hat es einige produziert, in der Tat. Gold war der andere, aber weit vorne. Ja klar, von dem haben wir ja das Gold geklaut. Naja, aber punktetechnisch war ich dezent weiter vorne. Das finde ich gut. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.